Morgen, schön, dass du hier bist. Ja, starten wir gleich mal. Also, ich habe hier Die Steine. möchte ich heute als Struktur auf die Leinwand bringen. Also schauen wir einfach nur Steine, auch noch Reste, so ein bisschen Rinde noch. Mal sehen, ob ich die in den großen Stücken hier lasse oder noch kleiner mache. Dann habe ich Spachtelmasse. Hier eine schöne Spachtelmasse. Die hat richtig Gewicht. Die ist sehr fest, weiß, nicht gut verrührt. Also sind noch ein paar Klümpchen drin, aber es macht nichts. Die verstreiche ich jetzt und nutze die als Kleber für unsere Struktur. Ich nehme nochmal einen anderen Spachtel und dann verstreiche ich das einfach. Und dann habe ich schon so ein bisschen Struktur und kann noch eine weitere Struktur hinzufügen. So, jetzt will ich noch die Steine draufgeben. Jetzt drücke ich noch die Rinde dazu in diese kleinen Löcher hier. Ich hätte eigentlich erst die Rinde drauf machen müssen. Aber da war ich gerade zu schnell. Denn ich merke gerade, jetzt sind hier so große Steine. Die nehmen mir ein bisschen viel Platz weg. Ich drücke die mal so ein bisschen rein in die Masse. Aber ich glaube, die großen Steine, die werde ich hier gleich wieder runterschubsen. Ich denke, das funktioniert nicht so gut. Ja. Die mache ich wieder runter und setze da meine Rinde drauf. Also am besten erst die Rinde und dann die Steine. Ich glaube, andersrum wäre es gerade besser. Aber egal, ist halt wie es ist. Und ja, einfach mal damit jetzt kleben. Einfach nochmal ein paar Stellen frei machen und dann draufkleben. Mehr so warm. Jetzt muss ich das gleich föhnen, aber so kann es erstmal trocknen. So, jetzt ist das ja noch ein bisschen klamm. Eigentlich würde ich würde normal jetzt noch mal wirklich warten, aber das hält. Und ich riskiere das jetzt, denn ich will hier gleich richtig mit Wasser arbeiten. Also erstmal Wasser draufgeben. Und darauf freue ich mich jetzt am meisten, nämlich auf das Laufen lassen. Und das mit Schwarz. Da sieht man das schon toll, wie das jetzt schon von alleine in die Tiefen läuft. Jetzt nochmal verstreichen. Ich bin erst ein bisschen vorsichtig, aber es hält alles. Hier sind jetzt schon schöne Pfützen. Die wollen wir jetzt nochmal zum Laufen bringen hier. Nachhelfen mit dem Pinsel, weil von alleine läuft das gar nicht so doll. Bisschen den Tisch abdecken. Ich habe hier noch so ein Tuch, das lege ich jetzt hier einfach mal drunter und dann kann die Farbe ruhig da drauflaufen. Verstreiche aber nochmal oben erstmal die ganzen Farbspritzer hier, damit die nicht so eintrocknen, sonst sehe ich die vielleicht nachher noch durch. Ich weiß noch gar nicht, was ich da oben machen will. Jetzt kann es noch ein bisschen mehr laufen. Wahrscheinlich. Ja, es passiert ein bisschen mehr. Und es läuft so wunderschön auch von ganz oben jetzt runter. Das sieht auch gut aus. Und hier diese Stellen finde ich auch schön, aber das will ich nicht so behalten. Also da so ein bisschen die Farbe einfach wieder verstreichen. Aber genau in dieser Struktur passiert halt jetzt was Schönes hier. Genau diese Muster, die finde ich toll. Und die, ja, die will ich jetzt sehen.
schwanke so ein bisschen zwischen Grün und Blau. Ich hatte erst Blau mir auch hingestellt und jetzt bin ich doch nochmal bei Grün. Auch nochmal ein bisschen heller. Ist mir doch zu dunkel. Ja, mal gucken. Ja, ich setze den hier oben nochmal mit rüber. Der hat sich ja so ein bisschen gefärbt noch vom Untergrund. Verstreicht das hier ganz schön. Ja, jetzt habe ich auch keine Farbe mehr auf dem Pinsel. Jetzt kann ich auch mal irgendwie in die blaue Richtung gehen. Bisschen türkis. Ja, das ist auch ein schöner Ton dazu. Und hier treffen die beiden Farben sich gerade. Ach, die Kante finde ich gar nicht so schlecht. Die lasse ich einfach mal. Und den Rest verstreiche ich so ein bisschen. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. So ein bisschen bin ich zwischen ja, Meer und Wald gerade. Also ich variiere so ein bisschen gefühlstechnisch zwischen einem Blick aufs Meer. Und ich stehe da so auf diesen Steinen und gucke auf das schöne Meer. Oder ein Waldspaziergang, ich weiß es nicht. Aber so gefühlstechnisch bin ich gerade so dazwischen. Ja, ich wollte ja blau. Also ich nehme jetzt auch nochmal blau. Ich finde, das passt eh hier gut zu. Mal lieber erstmal da drüber, also oberhalb. Ich hatte nämlich erst überlegt, ob ich jetzt da wieder drüber male. Oh, nee, der passt gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob mir die Richtung gefällt, aber ich mache einfach mal weiter. Das ist ein schöner Schmuddelton jetzt. Und hier guckt noch der Untergrund durch. Da weiß ich jetzt gerade noch nicht, was ich hier mache. Ich probiere das einfach mal. Ja, und irgendwie entsteht schon wieder so eine Kante hier. Aber ich finde die gar nicht schlecht. Kann ich hier auch noch mal die Struktur jetzt schön betonen. Siehst du das, was passiert? Das ist ja immer so ein toller Effekt, finde ich. Und das kann man so einfach machen. Und es ist so effektvoll. So, ich glaube, ich lasse es so. Hier in diesem Bereich finde ich das ganz schön. Es war so zufällig. Finger weg. Passt zu dem. Ja, es hat doch richtig Spaß gemacht. Heute ist es so dunkel. Wir haben es Vormittag und es ist trotzdem total dunkel. Ja, und es hat Spaß gemacht. Es war für mich auch wieder überraschend. Also die trocknet jetzt die Farbe. Und die Struktur und das mit den Steinen hat gut funktioniert und mit der Rinde. Also ein bisschen anders als das letzte Mal. Und ja, dieses Einfach-Machen, unser Motto, das passt doch immer wieder. Also ich hoffe, du bist jetzt inspiriert. Das Bild hier, das ist schon im Kanal. Und da haben wir ja die Rinde auch aufgeklebt. Draußen regnet es, echt jetzt. Und das ist doch eigentlich das beste Malwetter, den Herbst einfangen und goldene Lichter erstrahlen lassen auf der Leinwand und im Herzen, finde ich immer. Also das Malen bringt immer auch eine gute Stimmung, wenn man sich drauf einlässt. Also habt einen ganz schönen Sonntag. Schön, dass ihr alle da seid. Tschüss!
Das war eine schöne Malerei, die ich da gemacht habe. Für mich war es schön. Es war so ein Spaziergang durch den Wald und aber dann auch plötzlich so diese Felsen an der Küste zu sehen und dann aufs Meer zu treffen. Das war so ein bisschen hin und her, aber irgendwie konnte ich dann auch beides miteinander vereinen und das war ein toller Prozess, fand ich. Also für mich ganz schön und so gehe ich auch gut aus dem Malprozess raus. Das kann natürlich auch mal ganz anders sein, dass ich nicht zufrieden bin. Aber auch das gehört dazu. Da lass dich nicht von entmutigen. Das geht mir auch so. Es geht allen so. Und ja, immer einen Schritt weiter zu gehen, so wie hier über ein paar Steine, die Steine einfach sichtbar machen und sich damit auseinandersetzen. Also, hab einen ganz schönen Sonntag. Schön, dass du hier bist. Danke für dein Like. Dankeschön. Danke für dein Abo. Danke für deinen lieben Kommentar. Ich freue mich immer total. Ja, und jetzt ran an die Leinwand und hab viel Spaß beim Malen. Tschüss!